Nur ein bisschen beschleunigen. Bremsen. Oh, dann gehe ich doch die Motorhaube, kann ich irgendwie schließen. Teuer aus der Bahn, keine Ahnung. Dann versinken wir ihn auch mal. Komm schon, Trevor, du schaffst es hier hoch! Nicht? Lame. Komm schon. Ach komm, da runter stolpern ist lame. Ich dachte, du machst einen Frontflip auf die Motorhaube. Nur schon mal richtig deine Wrestler-Moves üben. Frog Splash. Walls of Jericho. Weiß nicht, da alles gibt. Go to sleep, kann ich mich nur daran erinnern. 619. Vielleicht ist er dafür ein bisschen zu groß. Ja, ich denke, ihr kennt da noch mehr Wrestling-Moves als ich. Ich verfolge das nicht mehr so wie früher. 2 Kilometer. Es geht gerade wieder voll mit mir durch. Jetzt habe ich die Cops am Arsch. Wieso habe ich jetzt die Cops am Arsch? Nur weil ich den einen da bewusstlos geschlagen habe? Ah, oh, lame. Jetzt kriege ich auch noch 2 Sterne. Nice. So, jetzt hängen wir mal die Cops mit dem Ding ab. Geil. Kommt schon pure Freude bei mir auf. Ich kann doch nicht mal hupen mit dem Scheißteil. Ey, ich lasse da gleich an der Ecke stehen. Keinen Haken, aber absenken. Vielleicht, wenn mich dann so ein Viech rammt. Na komm. Ramm mich, du Arsch. Oh, ich glaube, hatte ich ihn? Ich glaube nicht. Ey, das wäre so lustig. Kannst du knicken? Ah, ich glaube nicht. Boah, das ist, glaube ich, das ist am Bus hängen geblieben. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass die Cops in GTA wirklich so penetrant sind. Das ist schon krass, wirklich. Ich kann die nicht abhängen. Komm, hackt euch mal hier ein. Ich nehme dich mit. Nö. Oh! Ich will keine Haftbomben einsetzen. Ich muss mir zwar einen Vorsprung verschaffen, aber nicht so. Oh. Wir müssen eine Seitengasse, Straße, Sache finden. Penetrante Cops. Oh, Techno. Hört sich echt an, als ob ein Computer sauer geworden ist. Oh, hier hätte ich eine Seitenstraße benutzen können. Irgendwie nicht so viele Seitenstraßen. Fahr mal hier hoch. Machen den Sender an, als erstes Burn ist Vagina. Nice. Oh Mann, ich muss hier runter. Oh. Und da ist einer hinter mir. Great. Hoffentlich geht das Ding nicht kaputt. Sauber. Okay. Hätte ich das nicht gemacht, hätte er mich von hinten gesehen. Oh, nicht so toll gewesen. Das ist Boy Ice Cube. Ja, dann haben wir den alten Rapper, das ist cool. Bringen wir das Ding endlich zurück. Dann brauchen wir, glaube ich, nur noch den Wagen, mit dem wir flüchten, und dann haben wir alles. Können wir den Auftrag bequem starten. Blaues Auto. Fucking hell. Das, was ich machen will, ist wirklich Kohle erstmal machen. Immobilien kaufen. Ich glaube, das ist mehr Endgame-Content, weil in dem ganzen Spiel, und ich denke, wir sind schon jetzt so knapp an der Mitte angekommen, würde ich sagen.
Und wir haben nur kaum noch Kohle gemacht. Wenn ich an alte GCR-Teile zurückdenke, dann haben wir mit der Mission schon, was weiß ich, 20.000 jetzt gemacht. Und hätten schon richtig viel Asche, aber von den Aufträgen bekommt man hier nichts mehr. Es sei denn, man macht wirklich einen großen Überfall. Lustig, wie er da auch die Waffe geklaut hat, der Trevor. Das Leben von Floyd ruiniert hat. Und dann hat das Ganze noch nicht mal wirklich geklappt. So. Und tschüss. Maloche, 110%. Wir müssen jetzt nur noch hin. Das ist ein kleiner Weg, aber es ist, glaube ich, der Fluchtwagen. So, go, go. So einen Truck bin ich, glaube ich, auch noch nie gefahren. Gut, Travers vielleicht, aber so einen, glaube ich, noch nie. Das Ding steuert sich nicht so toll. Oh, dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Platziere es an einem abgelegenen Ort. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Nee, da brauchen wir was Schnelleres. Ich meine, das Ding ist zwar schnell, aber nicht sowas. Sag Bescheid, wo ich stehe. Got it. Aber was ist HS noch? Fahren wir mal erstmal gucken. Wir sind ja gleich schon da. Null Problemo. 500 Meter. Alle fangen sie mich rein. Trevor ist nie schuld. Es gilt immer Trevor, Michael und Franklin Vorfahrt. Was hast du davon, wenn du ein Fahrrad fährst? Das ist ein GTA-Style. Hat jeder ein Problem, der auf zwei Rädern unterwegs ist. Weil dieser innere Drang, der muss raus. Ist das hier Grove Street, Villa? Nee. Isha Boy. Ach, der Müllwagen zum Blocken, ja. Und dann muss ich noch einen Fluchtwagen besorgen. Das ist ein verfluchter Überfall. Komm her, Bitch, willst du dich prügeln? Der steigt einfach aus. Arschloch. Oh! Wendekreis ist ein bisschen größer, als ich dachte. Das tut mir irgendwie nicht leid. Ach, hängen die Cops ab mit 2 Sternen. B, C, D, E. Der dreht hier um. Der dreht hier tatsächlich um. Die suchen mit 3 Autos nach mir. Ihr Schweine. Die haben mich komplett eingekesselt. Na, ich muss hier durchfahren. Geht nicht anders. Wie wär's mit Leck mich? Ich fahr einen Müllwagen. Tihi. 5 Tonnen mehr Kraft. I'm on a Müllwagen. I'm on a Müllwagen. Suden von mir. Ja! Wie kann er das denn schaffen? Kann ich leider nicht machen. Ich brauche das Ding. Boah, bei dem Gewicht und der Geschwindigkeit, die wir jetzt hier gerade drauf haben, ha? Oh, mach das doch bitte nicht so schwer für mich. Da passt ihr nie rein. Nie im Leben. Oh mein Gott, ey. Okay. Das dauert noch 5 Jahre, bis ich dem Kopf hinkomme hier. Hier ist aber auch einer penetrant. Wahnsinn. Aussteigen, in eine Schnauze schießen, weiterfahren. Oh, Moment. Ah, ging einfach nicht anders. Huh.
Ja, der ist hängen geblieben. Jetzt nutzen wir das aus und fahren erstmal ordentlich weiter. Bitte klebt mich wie Honig an mir. Bitte, 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 bitte. Das stimmt. Wie die immer in mich reinfahren. So, abgehangen. Wir geben noch weiter Gas. Because we can. Yes, we can. Gas geben. Ja, da sind zwei vor mir. Seid doch Arschlöcher, ne? Oder waren die unten? Die waren unten. Aber da kommt einer entgegen. Ich fahre durch den Park. Könnt mir am Arsch lecken. Ich tue alles, um jetzt hier zu überleben. Das ist ein Golfkurs, glaube ich. Oh, wir können hier sicher irgendwann Golf spielen. Wenn nicht, bin ich sauer. Wasser, 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 Wasser. Warum ist denn da ein Kopf? Mitten auf dem Golffeld. Muss nicht Donuts essen und Golf spielen? Geh deiner Arbeit nach. Hier lang. Die Hecke ist garantiert hart. Sag ich doch. Da kann nie im Leben so ein Müllwagen durch. Vielleicht ist die aber auch nur bewachsen. Und da ist eine richtig schöne dicke Mauer hinter. Okay, bringen wir den Müllwagen heil zurück. Was haben wir letztens eigentlich für einen Wagen besorgt nochmal? Oh, Kurzzeitgedächtnis. So, vorsichtig. Ja, das ist nur ein Zaun. Ich habe nichts gemacht. Weg hier, bevor jemand die Cops ruft. Wegen was auch immer. Ich fahre den Umweltverschmutzer 3000 gerade. Pretty awesome. 3 Kilometer noch. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Über keine Ampel mehr. Seht mal zu, wie ihr klarkommt. Überholt. Ha! Wie fühlt sich's an, von so einem Müllwagen überholt zu werden, ne? Sicher beschissen. Ja, der zieht euch alle ab auf der Autobahn. Das hat Kraft ohne Ende, das Ding. 500 PS. Ein Gewicht von 1 Million Tonnen. Ja, damit ziehen wir durch. Oh ja, mein Monstersprung. Ja, Müllwagen fahren ist lustig. Das ist heute die Ich-fahre-den-Müllwagen-Episode. Beziehungsweise Ich-besorg-alles-für-den-Auftrag-Episoden. Oh, fucker! Ein Kilometer noch. Fuck you, Taxi. Auf mir auszubremsen. Niemand kann den Müllwagen aufhalten. Müllwagen des Todes. Sechshundert Meter. Isla Santos. Ich mag San Andreas. Schön, dass wir wieder zurück sind. Fühlt sich aber ehrlich gesagt verflucht anders an. Und wir können die ganze Stadt von Anfang an erforschen. Damals wurde, glaube ich, immer nach und nach alles freigeschaltet. Bin mir nicht sicher, wie das damals in San Andreas lief, aber Liberty City war immer nach und nach. Hallochen. Ich glaube, wir haben den Abschleppwagen letztens geholt, wo ich den jetzt sehe. Genau. So, wo soll das Scheißteil stehen? Direkt daneben, okay. Ja, das war schon mal richtig geil. Das war schon mal richtig geil eingelenkt. Ich darf die Kamera nicht so oft drehen. Bam. So, das ist unser Fluchtwagen. Passt.
Keine Delle, wir hätten nichts rammen dürfen. Fuck.